Liebe Wählerinnen und Wähler, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Reihe im Fokus mit unserem langjährigen Bundestagsabgeordneten Enak Ferlemann. Heute sind wir hier bei der Reiser AG und haben als Thema den Mittelstand. Und wir haben einen erfolgreichen Mann an unserer Seite, Axel Lohse, Vorstandssprecher der Reiser AG. Herzlich willkommen, Axel Lohse. Ja, auch herzlich willkommen bei uns. Freue ich mich, dass Sie beide hier auch den Weg zu uns gefunden haben, dass wir auch ein bisschen über die Themen sprechen können, die uns betreffen und unser Unternehmen und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unsere Mitglieder. Die Reiser EG, Herr Lohse, setzt sich ja zusammen aus Stader Saatzucht und Raiffeisengenossenschaft. Ist ein Begriff, den jeder von uns schon mal gehört hat. Eben sind wir an einer Tankstelle vorbeigefahren, Reiser. Jeder hat hier auf den Straßen sicherlich schon in der Region einen großen LKW mit der Reiser-Aufschrift gesehen. Und Sie werben mit dem Slogan Tradition für Zukunft. Und was steckt hinter der Reiser EG? Stellen Sie einmal ganz kurz Ihre Genossenschaft vor. Ja, in einem Satz, das wird schwer, aber ich will es mal versuchen, sage ich mal irgendwo. Wir sind ein genossenschaftliches Unternehmen mit 3000 Mitgliedern. Davon sind die Hälfte ungefähr landwirtschaftliche Vollerwerbsbetriebe. Aber die weiteren Mitglieder sind eben im Umfeld der Ernährungswirtschaft. Also jeder, der irgendwo einen Bezug zum Unternehmen hat, ist auch gern eingeladen, bei uns Mitglied zu werden. Es geht um vier Geschäftsfelder, die wir betreiben. Das ist klassisch das Agrargeschäft. Und ich sage mal, die drei anderen Geschäftsfelder sind sozusagen Abfallprodukte aus dem Agrargeschäft. Man ist also mal angefangen, weil man die landwirtschaftlichen Betriebe sowieso kannte, mit Diesel. Und daraus ist Verkauf von Diesel, daraus ist dann dazugekommen Heizöl, Strom, Gas, Holzpellets, alternative Energieträger, über die wir ja vielleicht nachher auch noch sprechen wollen. Also das ist die riesige Sparte Energie geworden. Dazu gehören auch die von Ihnen angesprochenen 32 Tankstellen, die wir jetzt in der Region haben. Zweite Sparte Einzelhandel, im Kern unsere Raiffeisenmärkte, aber auch die Baucenter, die wir haben, die Tankstellen-Shops, das sind also die, die im Grunde genommen in die Einzelhandelssparte gehören. Das ist früher mal aus so Rampenlagern hervorgegangen. Heute sind das hochmoderne Einzelhandelsstandorte. Und die vierte, das vierte Standbein des Unternehmens, der vierte Fachbereich ist sozusagen der Bereich Logistik. Und da steigen wir in Transportlogistik. Das sind die LKWs, die Sie angesprochen haben. Wir haben im letzten Jahr noch mal eine Firma dazu erworben, das ist die Reiser DHT, die macht das Speditionsgeschäft. Daneben haben wir dann noch eigenes Geschäft und dazu gehört auch unsere Geschäftsstellenlogistik, also mit den Agrargeschäftsstellen. Und das alles macht den Verbund aus mit einem Umsatz von 350 Millionen Euro. Je nachdem, sag ich mal, 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und wenn wir die assoziierten Unternehmen dazu rechnen, dann sind es über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Beschäftigte hier in der Gruppe. Daneben haben wir reichhaltige nationale und internationale Verflechtungen, gerade im Beteiligungsbereich. Wir sind mit einem Sechstel beteiligt an der Europlant. Das ist die Gruppe, die wiederum die Kartoffelzucht nach vorne bringt. Also das ein europäischer Marktführer im Bereich Kartoffelzucht, Vertrieb, Vermehrung im Kartoffelbereich. Wir sind beteiligt an Hamburger Leistungsfutter, auch dort mit 20%. Ein unheimlich innovatives Spezialfutterunternehmen mit Sitz in Harburg, aber inzwischen auch weltweit agierend. Also insofern sehen Sie, dass über den Bereich des operativen Geschäfts hinaus, sage ich mal, wir dann auch schon mit internationalen Verflechtungen stark vertreten sind. Das sind beeindruckende Worte, beeindruckende Zahlen, wie sich das Unternehmen entwickelt hat. Herr Ferlemann, man sieht, dass Herr Lohse ein sehr gutes Gespür hatte, sich halt eben zu entwickeln, sein Unternehmen weiterzuentwickeln. Gerade der Mittelstand wird immer als Rückgrat der Wirtschaft gesehen. Was macht Ihrer Meinung nach der Mittelstand für die Volkswirtschaft eigentlich aus? Also Deutschland ist ein Land des Mittelstandes. Die wesentlichen Ausbildungskapazitäten hält der Mittelstand. Mit etwa 85% aller Auszubildenden kommen aus dem Mittelstand. Die allermeisten Unternehmen in Deutschland sind mittelständisch geprägte Unternehmen. Von dem kleinen Unternehmen mit 2, 3, 4 Mann bis zu einem Unternehmen, was zum Beispiel Herr Lohse repräsentiert. Die wenigsten sind die Großkonzerne, die wir haben. Die machen nur 1, 2, 3% unserer Volkswirtschaft aus. Das heißt, eigentlich sind wir ein Land des Mittelstandes. Der Mittelstand ist dadurch gekennzeichnet, er ist hoch innovativ. Er ist bereit, neue Herausforderungen anzunehmen, stellt sich sehr schnell um, ist sehr flexibel. Und mittlerweile haben wir in unserer Heimatregion echte Weltmarktführer, was man vor 20, 25 Jahren sich hatte gar nicht denken lassen, dass wir so interessante Firmen, die so global unterwegs sind, haben, wie zum Beispiel das Unternehmen von Herrn Lohse im Bereich der Kartoffeln, eines der führenden Unternehmen weltweit. Und das würde man in dieser Region eigentlich ja gar nicht vermuten.
Es gibt sehr viele erfolgreiche mittelständische Unternehmen, wie Sie sagen, das ist richtig. Aber es gibt natürlich auch Mittelständler, die ihre Betriebe aufgeben. Woran könnte das Ihrer Meinung nach liegen? Der Mittelstand hat traditionell ein Problem der Kapitalbeschaffung. Es ist natürlich immer so, dass ich Banken finden muss, die bereit sind, die Unternehmensentwicklung mitzufinanzieren. Und wenn es eben mal konjunkturell zu schwierigen Situationen kommt, wenn es auch mal auf der Eigentümerseite, Stichwort Familienunternehmen, mal zur Erbauseinandersetzung kommt und anderen, hat man sehr häufig, dass der Mittelstand dann einfach aufgibt und das Unternehmen verkauft. Das ist immer schade, aber das gehört zum Wesen einer Volkswirtschaft dazu, ein stetiger Wandel. Ein Wechsel auch, sicherlich, den man hat. Manches Unternehmen scheidet einfach aus dem Markt aus. Dafür gibt es wieder andere, die auf neue Geschäftsideen gekommen sind. Und gerade Herr Lohse ist ja in seinem Nebenamt auch noch Aufsichtsratsvorsitzender der hiesigen Volksbank, kennt also genau die Probleme, die mittelständische Unternehmen und Unternehmer haben. Und deswegen haben wir in dieser Region eigentlich eine Struktur der Finanzinstitute mit den Volksbanken, mit den Sparkassen, auch mit den Privatbanken, die es eben ermöglicht, schon Kapital für den Mittelstand bereitzustellen. Aber das ist nicht immer ganz trivial und das führt eben häufig dazu, dass wenn das Wachstum zu schnell geht, dann eine mittelständische Struktur häufig auch überfordert ist und dann eben in eine große von einem großen Industriebetrieb gekauft wird, übernommen wird oder von einem anderen Mittelständler übernommen wird. Herr Lohse ist ja auch ein Unternehmen, das viele andere Mittelständler integriert hat und damit zum Erfolg weitergeführt hat und die ursprünglichen Gesellschaften dann ausgestiegen sind und hatte eben eine Genossenschaft mit über 3000 Mitgliedern. Das war jetzt die Sicht aus eines Politikers. Wie sehen Sie das aus der Sicht eines Praktikers? Ich kann das vielleicht unterstreichen. Ich möchte vielleicht an der Stelle noch mal ergänzen. Also als Genossenschaft gehen wir nicht unter, sondern eine Genossenschaft gibt es immer. Der einzige Weg, wie eine Genossenschaft weitergeht, sag ich mal, ist im Zweifel eine Fusion. Wir sind, gehören zu den größten Warengenossenschaften in Deutschland. Also das unterscheidet vielleicht die Genossenschaft von einem herkömmlichen Mittelständler. Wobei wir haben im letzten Jahr vier Firmenübernahmen gehabt, um es genau zu sagen. Die natürlich genau aus den von Herrn Ferlemann beschriebenen Gründen letzten Endes auch eine Zukunft gesucht haben und gesagt, wir fühlen uns bei euch im Zweifel ganz gut aufgehoben und wir wählen den Weg zu euch, weil wir vielleicht auch das beste Gesamtkonzept gehabt haben. Ich glaube, die Gesellschaft muss aufpassen als Ganzes. Wir sind international tätig alle, wir müssen aufpassen, dass wir uns jetzt nicht überfordern. Und jetzt muss man mal gucken, sage ich mal, und das spüre ich auch jeden Tag, auch als Belastung natürlich auch, und das wird vielen anderen Unternehmen auch so gehen. Wir haben die Globalisierung gehabt, wir haben die Digitalisierung gehabt. In unseren speziellen Bereichen sollen wir die sogenannte Agrarwende stemmen, wir sollen die Energiewende stemmen. Wir haben ja über die Themen eben schon so ein bisschen gesprochen, was uns da bereitet. Das alles unter Corona-Bedingungen, sag ich mal. Wir sollen jetzt das Thema Nachhaltigkeit angehen mit einer exorbitanten Berichterstattung, die da dran hängt. Es soll immer wieder noch mal mehr dokumentiert werden. Ich glaube, auch viele Unternehmen sagen, ich fülle noch den 7., den 8., den 9., den 10. Beleg aus und beim 11., bei der 11. bürokratischen Anforderung sagt man dann im Grunde genommen, nee, Feierabend kann auch ein anderer machen, sag ich mal, warum muss ich mir das antun? Und das ist schade, wenn es so ist, weil eigentlich ist ja ein mittelständisches Unternehmen gerade dabei, Produkte zu vermarkten, Dienstleistungen zu vermarkten, die wir alle brauchen. Und eigentlich ist es um jeden schade, sag ich mal, der den Markt verlässt. Klar, gibt es einen Zug der Zeit, wo man sagt, okay, es sind dann irgendwann auch neue Branchen wieder gefragt und es muss auch eine Verdrängung geben, es muss auch eine Entwicklung geben. Aber es wäre schade, wenn das aufgrund zu hoher gesellschaftspolitischer Ansprüche an die Unternehmen geschehen würde. Also wir müssen uns auch noch bewegen können und wir müssen auch noch mal Luft holen können bei den Veränderungen, die es da gibt. Ne? Sie haben jetzt angesprochen beispielsweise den Bürokratiewahn, der halt eben dem Mittelstand ein bisschen die Knüppel zwischen die Beine wirft. Herr Ferlemann, wie können Sie auf Bundesebene als Politiker dem Mittelstand helfen? Ja, zum einen ist das eine Verlässlichkeit in der Politik. Nichts hasst der Mittelstand mehr, als dass er nicht genau weiß, in welche Richtung es geht. Das heißt einmal international die klare Einbindung in die Wertegemeinschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika, mit den nordamerikanischen Staaten, mit den Japanern. Und wir müssen den Weg finden, gegenüber einem Land wie Russland oder einem Land wie China dann zu marktkonformen Preisen Handel treiben. Das ist ein staatlich-kapitalistisches Land mit völlig marktfernen Preisen.
versucht, hier den Mittelstand in Deutschland kaputt zu machen oder eben China mit seiner unglaublichen Marktmacht sich eben einfach nur so deutsche Unternehmen mal eben von der Stange kauft. Da müssen wir als Politik schon einen Rahmen setzen und der Rahmen ist Europa. Also das muss man klar sagen, die Europäische Union ist auch ein Schutz für unsere Wertegemeinschaft, wie wir so leben, auch für unsere Wirtschaftsgemeinschaft, Stichwort soziale Marktwirtschaft. Das andere große Thema sind natürlich Steuern und Abgaben. Wir müssen aufpassen, dass die Unternehmen genügend Geld verdienen können, um ihre Expansion, um ihre neuen Produkte finanzieren zu können. Auch den Marktauftritt in fremden, in neuen Märkten, die sie erschließen wollen, kostet Geld. Und dafür braucht ein Unternehmen finanzielle Reserven. Und die darf eben die Politik nicht durch Körperschaftssteuer oder Gewerbesteuer und so weiter einfach dem Unternehmen wegnehmen, entziehen, dass das Unternehmen nicht die Chance hat, sich zu entwickeln. Und das große andere Thema ist, dann neben der Digitalisierung, die wir gemeinsam bewältigen müssen, vor allem der Bürokratieabbau. Dieser ganze Bürokratismus, den wir uns in Deutschland angeeignet haben. Jede Auflage hat seinen Sinn. Hinter jeder Verordnung steht irgendeine Lobby. Ja, aber wir haben aus dem Auge verloren, dass alles für sich einzeln dazu führt, dass sich überhaupt keiner mehr bewegen kann. Und deswegen müssen wir zu einer Veränderung in unserem Land kommen. Ein Modernisierungsjahrzehnt steht für Deutschland an. Wenn wir den Wettbewerb gegen die Asiaten gewinnen wollen oder mithalten wollen, besser gesagt, dann können wir mit unseren bürokratischen Hemmnissen, gerade für den Mittelstand, nicht bestehen. Da muss wirklich mit der Axt durch die Bürokratie gegangen werden. Es wird nicht anders gehen. Darf ich da eine Sache noch unterstreichen? Ja, ich darf also, wir sind jedenfalls bei uns im Unternehmen absolut für Freihandel. Das muss sein, sag ich mal, irgendwo wir haben, das haben Sie ja vielleicht auch vernommen, Beteiligungsunternehmen zum Beispiel in den USA, zum Beispiel in Russland, zum Beispiel in der Türkei. Da haben sich die politischen Bedingungen natürlich nicht verbessert in den letzten Jahren. Und man muss natürlich immer alle Investitionen, die man macht, auch hinterfragen. Es ist schade gewesen, dass das mögliche Freihandelsabkommen zu der Zeit, als es möglich war, mit den USA nicht zustande gekommen ist. Das hätte uns Möglichkeiten verschafft, wie, glaube ich, auch sehr vielen anderen Unternehmen auch. Aber gut, wir müssen jetzt mit den Gegebenheiten leben, wie sie sind. Aber genau vor dem Hintergrund müssen wir eben sagen, es ist auch schade, dass Großbritannien aus der Europäischen Union ausgeschieden ist. Für uns ist es wichtig, dass wir uns mindestens im europäischen Rahmen auch frei bewegen können. Ich weiß, dass das eine oder andere kleine Unternehmen das dann auch schon wieder irgendwo kritisch sieht. Ich glaube, wir tun alle gut daran, da zu viele Bedenken beiseite zu lassen, sondern wir müssen uns darauf konzentrieren, dass wir ein starkes Europa benötigen. Und das ist, glaube ich, gerade für die mittelständischen Unternehmen eminent wichtig, weil sonst sind wir überall in jedem anderen Lande mit unterschiedlichen Rechtsthemen betraut, haben keine Rechtssicherheit. Diese Möglichkeit, dass wir in Ost- und Mitteleuropa investieren konnten, dass wir über die Grenzen hinausgehen konnten, diesen Rahmen hat uns erst die Europäische Union gegeben. Der ist sicherlich auch sehr wichtig und sehr richtig dafür, dass sich also eben mittelständische Unternehmen entwickeln können mit ihrem Know-how, mit Innovation, mit Ideen, mit zukunftsträchtigen Ideen. Und Innovation gibt mir das Stichwort. Sie haben in der letzten Woche, hat die Reiser EG einen Innovationspreis von Herrn Ferlemann verliehen bekommen. Nicht von ungefähr ist es der Preis gewesen in der Entwicklung des Wasserstoffs von der ATI, der ATI Innovationspreis. Um jetzt nichts falsch zu sagen, lese ich es ab. Das ist Arbeitsgemeinschaft für Technologie, Innovation und Entwicklung. Und zwar als Pionier in der Wasserstoffwirtschaft. Herr Ferlemann, es ist allgemein bekannt, also dass Wasserstoff ein Steckenpferd von Ihnen ist. Sie haben sehr frühzeitig erkannt, was für ein Potenzial im Wasserstoff steckt. Sie waren Mitinitiator der IHK oder haben den Anstoß gegeben, dass es einen Wasserstofftag gibt und haben alle Beteiligten somit erstmal an einen Tisch bekommen. Was für eine Rolle spielt, Herr Lohse, Wasserstoff für Sie in Ihrem Unternehmen? Ja. Ich hatte über die vier Geschäftsfelder Agrar, Energie, Einzelhandel und Logistik berichtet. Wir sind natürlich im Augenblick noch im Handel mit herkömmlichen Brennstoffen unterwegs und wir brauchen auch dort eine Zukunftsperspektive. Und da gibt es eine ganze Reihe von Überlegungen und eine ganze Menge von Möglichkeiten. Und eine der Entwicklungen, die durchaus auch realistisch sein kann, sag ich mal, ist der Wasserstoff. Also um ihn zukünftig auch als Energieträger handeln zu können und auch um ihn an unseren Tankstellen zu verwenden. Da wird es vielleicht eine gewisse Rivalität geben zur E-Mobilität, vielleicht auch zu anderen Kraftstoffen, die noch entwickelt werden, vielleicht auch zu hybriden Kraftstoffen. Aber in jedem Fall, sage ich mal, ist das Thema Wasserstoff von ungeheurer Bedeutung, nämlich auch für unser, wenn man so will, viertes Geschäftsfeld. Ich hatte ja schon gesagt, sag mal, wir haben, ich weiß nicht, 130 ziehende Einheiten, LKWs, sage ich mal, draußen laufen.
Die LKWs, es spricht viel dafür, dass bei den LKWs die Technologie in Zukunft eine Wasserstofftechnologie sein wird, weil wir im Augenblick noch unheimliche Schwierigkeiten haben, beispielsweise E-Batterien in LKWs unterzubringen. Also die würden damit LKWs absolut unwirtschaftlich machen. Ich glaube, wir sollten die Chance nutzen, gerade auch in unserer Region, weil wir hier einen Technologievorsprung haben. Und das kriegen wir eben auch mit, dadurch, dass wir in dem Wasserstoffnetzwerk der Industrie- und Handelskammer und der anderen Partner eben mit dabei sind. Und da sind ja eine ganze Reihe von Unternehmen auch ausgezeichnet worden, die sich dieses Themas angenommen haben. Also für uns bedeutet Wasserstoff eine unheimliche Chance für 2 von 4 Geschäftsfeldern, die wir betreiben. Welche Rolle spielt der Wasserstoff aus Ihrer Sicht, Herr Ferlemann? Wasserstoff wird das Öl der Zukunft. Also so wie wir Öl importiert haben als energiehungriges Land, um unsere Heizung zu betreiben, um die Autos zu fahren, die LKWs zu betreiben, die Züge, wird das in Zukunft Wasserstoff sein. Er wird sich wahrscheinlich relativ schnell durchsetzen bei der Frage der LKW-Befahrung, weil der LKW, wie Herr Lohse zu Recht sagt, wenn ich den mit Elektromobilität betreibe, fahre ich Batterien durch die Gegend mit wenig Zuladung. Das kann nicht Sinn der Sache sein. Da wird man dann entweder auf synthetisch erzeugte Gase zurückgreifen oder eben Wasserstoff über eine Brennstoffzelle. Beim Auto wird das noch eine gewisse Zeit dauern, bis sich das durchsetzen wird. Bei den Heizungen gibt es ja diese Entwicklung schon. Und wir sind natürlich eine Region, die alles hat. Wir erzeugen mit Offshore-Windkraft den Strom in großen Mengen, grundlastfähig, den wir brauchen, um Elektrolyse zu betreiben, um aus Wasser Wasserstoff zu machen. Und wir haben hier Kavernen auf der Stader Geest, in denen wir auch den Wasserstoff speichern können, dann, wenn wir ihn nicht brauchen. Wir haben Produzenten in der Region wie die Dow Chemical, die den Wasserstoff auch grün machen können. Und wir haben eben die ersten Anwendungen. Wir haben LKWs, die hier in der Region schon fahren. Wir haben den ersten wasserstoffgetriebenen Nahverkehrszug der Welt in unserer Region. Wir haben hochinnovative Unternehmen. Wir haben ein Unternehmen in unserer Region, die Müllfahrzeuge, die Straßenreinigungsfahrzeuge auf Wasserstoffbasis betreiben. Jetzt gibt es die ersten Kommunen, die diese Fahrzeuge bestellen. Also wir kommen richtig in eine Wasserstoffwirtschaft hinein, so wie wir uns das vorstellen. Nicht umsonst hat der Bundesverkehrsminister diese Region als eine von 3 in Deutschland ausgesucht, als Modellregion für die Wasserstoffwirtschaft, für die Entwicklung zu dieser Wirtschaft, um dann ein Beispiel zu geben für den Rest in Deutschland und Europa. Und da sind wir ganz vorne. Und ein Unternehmen, was eben sehr weit vorne ist, ist da die Reiser. Ich glaube, da können wir stolz drauf sein. Zum einen, dass die Reiser da vorne mit dabei ist, aber auch, dass die ganze Region also eben diesen Zukunftsschritt als eine der ersten Regionen mit beschritten hat und sicherlich weiterentwickeln wird. Herr Lohse, was möchten Sie Herrn Ferlemann abschließend noch mit auf den Weg geben? Wofür soll er sich Ihrer Meinung nach in Berlin stark machen? Kann ich vielleicht oder möchte ich sehr gern beantworten, sage ich mal. Ich weiß, dass Herr Ferlemann ein Fan der Landwirtschaft ist. Und das ist er nicht nur, weil er Landwirte gern mag, sondern das ist er auch deswegen, weil er weiß, Niedersachsen ist Agrarland Nummer 1 und der Elbe-Weser-Raum ist wieder im Agrarland Nummer 1 Nummer 1. Also hat schon eine extreme Bedeutung, sag ich mal, für die Wirtschaft, auch im Elbe-Weser-Raum selber. Und das ist wichtig. Es ist wichtig, sag ich mal, dass wir der Landwirtschaft klare Rahmenbedingungen geben. Da hat es in letzter Zeit aus verschiedenen Richtungen andere Entwicklungen gegeben. Ich will das jetzt politisch gar nicht bewerten, muss aber sagen, wenn wir eine schlagkräftige Landwirtschaft behalten wollen bei uns in der Region, wenn wir die Produkte aus Deutschland behalten wollen, dann müssen wir gewisserweise international wettbewerbsfähig bleiben können. Und dann brauchen wir die Rahmenbedingungen, die wichtig sind, dass die Landwirtschaft auch in Zukunft leben kann. Ich hatte erst gesagt, wir haben 1500 landwirtschaftliche Betriebe im Kundenkreis und im Mitgliederkreis bei uns, Kunden noch mehr. Das bedeutet für uns, davon hängt alles ab. Das ist die Basis, die wir haben. Und wir wollen natürlich genau, dass dieses Geschäftsfeld sich auch nach vorne entwickelt. Und wenn wir das aus unserer Sicht sehen, mit immer weniger Düngemittel, mit immer weniger Pflanzenschutz, mit immer weniger Futtermittel, bei immer weniger Tieren zu arbeiten, gehen wir an das Thema. Werden wir auch lösen, die Herausforderung. Aber bitte dabei im Auge behalten, dass dieser Umstellungsprozess für die landwirtschaftlichen Betriebe unendlich schwer ist, dass dort viele mit großem Know-how auch abgehen werden, also die Landwirtschaft verlassen werden. Und wir werden dadurch auch einen Bedeutungsverlust vielleicht erleben. Ich weiß nicht, ob die Politik gut daran tut, bestimmte Themen überzubewerten, während wir die wirtschaftlichen Basics vielleicht zu niedrig bewerten. Also
Ich weiß, dass ich bei Herrn Fährlemann da offene Türen einrenne, aber wir sollten gerade dieses Thema Landwirtschaft mit sehr viel Augenmaß und auch mit sehr viel Fingerspitzengefühl betrachten. Fährlemann, offene Türen rennt man bei Ihnen ein, sagt Herr Lohse. Wie würden Sie die Wünsche und die Anliegen von Herrn Lohse versuchen umzusetzen? Herr Lohse hat recht. Es gibt wahrscheinlich keine Branche in Deutschland, in der die Politik so große Veränderungen in so kurzer Zeit erzwungen hat. In der Politik der Ökologisierung ist wichtig, dass man nachhaltig denkt. Und nachhaltig heißt, Ökonomie, Ökologie und Soziales müssen zusammenpassen. Wenn man nur das Ökologische betont, dann ist es zu kurz gesprungen. Wenn man nur das Wirtschaftliche betont, ebenso. Und wenn man nur das Soziale betont, auch. Alles drei zusammen muss man denken. Und die Politik hat der Landwirtschaft, der Agrarwirtschaft in Deutschland derartige Auflagen gemacht die letzten Jahre, sowohl Europa wie Land, wie Bund. Da muss man sagen, hohen Respekt, dass die Betriebe diesen Anpassungsdruck überstanden haben. Wir werden den Strukturwandel im ländlichen Raum nicht aufhalten können, auch gar nicht aufhalten wollen. Aber einen Strukturbruch darf es nicht geben. Und das ist die Gefahr, die man hat, wenn man in zu kurzer Zeit zu große Veränderungen erzeugt. Denn die Unternehmen, die landwirtschaftlichen Betriebe müssen das ja auch erstmal verarbeiten können. Die müssen sich darauf einstellen können und trotzdem ihre Familien ernähren können. Und deswegen ist es wichtig, dass die Politik jetzt in einer Art Moratorium mal sagt, wir haben jetzt die letzten 4 Jahre so viel mit der Landwirtschaft gemacht, so viel Veränderung gemacht. Nun muss sie sich erstmal darauf einrichten, darauf ausrichten, was gewünscht wird. Und dann kann man vielleicht zu weiteren Veränderungen kommen. Aber um Gottes Willen nicht weiter in dieser Geschwindigkeit die ganze Agrarwirtschaft den Veränderungen auszusetzen, das würde zu Strukturbrüchen führen. Und da gebe ich Herrn Lohse recht. Dann würde unsere Region Schaden nehmen. Und deswegen, verantwortliche Politik muss dem Einhalt gebieten. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Lohse, für dieses spannende Interview, die Einblicke in die Reiser, in das riesige Geschäftsfeld, in die erfolgreiche Entwicklung der Genossenschaften. Vielen Dank, dass wir heute bei der Nordböhm-Kartoffel zu Gast sein durften. Und wir wünschen Ihrem Unternehmen weiterhin gutes Gelingen, innovative Ideen, die auch hier in der Region bleiben, die Region voranbringen. Und ich danke den Zuschauern, den Wählerinnen und Wählern sehr für Ihr Interesse und würde mich freuen, wenn Sie auch bei unserer nächsten Folge im Fokus mit dabei wären. Herzlichen Dank.